Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Limbo, wo wir hier immer noch stehen geblieben sind. Oh Gott. Ich warte noch. Maus, geh mal weg. Dankeschön. War gerade noch die Maus im Bild. So. So, und jetzt. Hoppalalapa. Ja, wie machen wir das hier? Nein. So, jetzt haben wir das Ding ins Weg, das ist super. Ich steige hier mal drauf, mal gucken. Vielleicht müssen wir noch zurück. Ich glaube aber nicht. So. Puh. So, und jetzt muss ich noch was sagen. Und zwar, das Spiel Limbo, oder übrigens ist noch ein Achievement da, so ein Explosion-Teil. In diesem Spiel geht es tatsächlich rum, und ich habe mich jetzt mal ein bisschen über das Spiel erkundet, da das Spiel ja doch offensichtlich ein bisschen länger geht. Ich betätige mal den Hebel hier. Ah ja. Und zwar Limbo. Diesen Jungen, den wir spielen, das ist tatsächlich ein Junge. Und dieser Junge ist tot. Sozusagen sind wir gerade in einem Limbus, sozusagen in der zweiten Form des Sterbens. Und der Junge hat folgendes Problem. Jetzt ist er im Limbus gefangen und sucht nach seiner kleinen Schwester. Ich weiß, ich habe den Zusammenhang jetzt nicht ganz verstanden. Warte mal. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, denn ich habe gerade keine Ahnung, wie lang. Ah ja, ich habe verstanden. Zack. So, warte. Jetzt haben wir's. Ja, und der ist sozusagen jetzt auf der Suche nach seiner Schwester. Und, Scheiße. Es funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir gedacht habe. Ah, okay, das Teil ist nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. So. Was das jetzt genützt hat, weiß ich nicht. Dort hinten ist wieder Strom. Ah ja, ich bin tot. Ich habe mich eingequetscht. Das ist auch sehr interessant. Das ist jetzt echt blöd. Wir sind jetzt an so einer Stelle. Nein! Wir sind jetzt an so einer Stelle. Zumindest ich bin jetzt an so einer... Mikrofon. Dankeschön. An so einer Stelle, die so knifflig ist. Dass ich keine Ahnung habe, wie nun.
Aber ich habe eine Ahnung. Der rollt dann wieder zurück. Das ist gut. So, warte mal. Dann machen wir das Ganze nochmal. Zack. Scheiße. Komm mal nochmal zurück. Das Ganze jetzt mit ein bisschen mehr. Hallo? Ja, jetzt ein bisschen schneller. Scheiße. Ach. Mensch. Ah, keine Sorge, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Mensch. Leiter. Bleib mal. Jetzt, ja. Ich weiß, dass ich dort hoch muss. Komm. Hör mal auf zu springen, Junge. Ich müsste mich selber ausmeckern, weil ich immerhin auf die Taste drücke. Der wippt jetzt die ganze Zeit so hin und her. Ich komme dort nicht mehr hoch. So. Jetzt pass mal auf. Der wippt ja an... So, jetzt drehe ich. Ja! Super. Ich warte. Ha! Nein! warte, ich muss mal kurz überlegen. Da bewegt sich aber auch, ne? Wenn ich ihn jetzt hier so hinschiebe. Lass los. Gut, der bleibt dann dort stehen, hoffentlich. Hallo, geh doch mal auf die Leiter. Geh doch mal auf die... Ja, jetzt hat das Leiter keinen Schwung mehr. So... Und jetzt runter. Warten, warten. Die Leiter hat keinen Schwung mehr. Funktioniert noch alles. So, okay. Was erwartet uns denn jetzt? Oh, ist das dunkel hier? Was? Nein! 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 Oh, okay. Geschafft! Oh, 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 oh. Was? Wie willst du denn das schaffen? Das schaffst du doch nicht. Hops. Ja, ich bin tot. Oder auch nicht. Okay, mit Anschwung und dann
Das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Unmöglich schafft man das. Guckst du? Das schafft man nicht. Das ist unmöglich zu schaffen. Verstehe ich nicht. Nein, 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 nein. So, nein! Ach du Honk! Du Idiot! Das schafft man nicht. Ganz ehrlich, das schafft man nicht. Wie soll man das schaffen? Muss ich da vorspringen und ihn dann erstmal anhalten? Das geht nicht. Oh, vielleicht schaffen wir es. Oh. Was? Ich sehe hier gar nichts. Ganz ehrlich, ich würde mich sehr freuen über ein bisschen Licht. Scheiße, wir sind tot. Dort kommt der Stein schon angescrollt. Ja. Okay, aber ich weiß, was ich machen muss. Frage mich wirklich, was das hier genau für eine Welt ist. Hallo? Na, na, na. Hallo? Du Penner, jetzt geh doch mal da drauf. So. Und weil das ja auch so alles stockenfinster ist, sehe ich hier auch mal so gut wie gar nichts. Scheiße, dort ist Strom. Mist. Ah, okay, komm. Letzter Versuch. Dann muss ich so oder so erstmal aufhören, weil die Folge dann auch zu Ende ist. So, warten. Warten, weil ich sehe hier nichts. Dort hinten ist die Leiter. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch. So, und jetzt. Noch ein bisschen. Ich wäre sehr verbunden mit mehr Licht, weil ich sehe hier wirklich gar nichts. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir machen das Ganze dann in der nächsten Folge mal. Ne? Also, ich bedanke mich fürs fürs Einschalten der Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, und ja. Bis dahin und tschüss!